Ja, und der Kernbewohner läuft immer noch wie ein Blöder hier durch die Gegend. Tolle KI, tolle KI. Ich freue mich. Du kannst dir auch helfen, ne? Das ist dir erlaubt. Danke. Danke, dass du mich gegen diesen großen, fetten getankt hast. Das war wahnsinnig toll von dir. Wahnsinn. Nicht. Und bam. Mein Schuss ist in der Luft explodiert. Ist okay. Hab nichts dagegen, wenn meine Schüsse in der Luft explodieren, aber eine Wildschweinhaut kullert da durch die Gegend. Oder ein erkranktes Gefieder, auch gut. Aber auch nur noch eins, dann ist gut. So, und die Höhle. Die war ja auch nicht so groß, glaube ich, oder? War relativ klein, glaube ich. Auf jeden Fall kann ich mich an die Höhle sehr gut erinnern. Ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil die Spinnen so gut fliegen. Und ja, es gibt fliegende Spinnen. Ohne Scheiß. Es gibt fliegende Spinnen. In Wirklichkeit. Ja, bei uns in der, auf der Welt. Ne? Wer Angst vor Spinnen hat, sollte nie wieder nach draußen gehen. Nicht gut. Könnt ihr gerne mal googeln, also. Ne. Muss nicht sein. Muss echt nicht sein. So. Ne? Ein bisschen schneller wäre schon gut. Aber ich kann ja mal kurz was gucken. Ja, ich habe eh die Grafik auf volle Kanne, also, ne? Also darf der ein bisschen ruckeln manchmal. Ist okay. Zack. Und die Spinne fliegt. Ja. Jetzt weiß ich nur nicht, was besser ist. Eine lebendige Spinne, die fliegt, oder eine tote Spinne, die auf mich zufliegt. Das ist mir jetzt beides irgendwie nicht so recht. Und wer es unbedingt wissen will, ja, ich rede gerade nicht über das Spiel, aber egal. So, wer es wissen will, die Spinnen schießen einen Faden in die Luft. Oh, eine Kühl. Deswegen wahrscheinlich. Hallöchen. Erstmal gucken, was hier drin ist. Nichts Tolles, okay. Also die Spinnen schießen einen Faden in die Luft, der leichter ist als Luft. Oder in den Wind halt. Und dieser Faden nimmt sie dann mit. Ja, die hängen einen scheiß Faden dran und fliegen durch die Luft. Das ist übel. Naja. Sprich, wenn wir irgendeinen Faden in die Luft schießen würden und hinterher fliegen würden, das wäre auch cool. Alter, nee, das ist der totale Horror, also. Es gibt nichts Ekligeres als Spinnen. Ja. Vor allem, ja, diese komischen Krabbenspinnen, das ist ja pervers. Ja, die sind so groß wie, ja, wie mein Kopf. Ohne Scheiß jetzt. Die sind e immens riesig. Und eklig. Weil Spinnen sind. Muss nicht sein. Nix. Ah, Hilfe. Zu viel Zeug, zu viel Zeug, zu viel Zeug. Also Gegner meine ich, ne? Okay. Der muss auch nicht sterben, wenn er nicht will. Es zwingt ihn keiner. Oh. Zeug für mich, Zeug für mich. Bam. Ich frage mich nur, was mit den Liedern denn los ist. Wo kommen die denn alle her? Also, oh, eine schonungslose Nietenkeule. Ja. Dein Gepäck ist voll. Halt die Klappe. Nietenkeule natürlich perfekt für mich. Oh, die wäre aber nett. Wow, die wäre nett. Oh, wäre die geil. Plus 16 Schaden. Und nochmal 20% Angriffsgeschwindigkeit, die wäre super cool. Schade, dass ich die nicht benutzen kann. Blöd. Was soll's? Kann ich hier noch irgendwie so was reißen, damit ich noch meinen Stab reinbekomme? Nicht? Ja, ne, hier oben ist nichts mehr. Ganz ehrlich, leck mich. Na, komm. Geld ist Geld und später kosten die Dinge so viel, dass es dann schon nicht mehr normal. Ne? Ja. Ne?
ganz schnell weg und wieder her. Und, oh Magie, er passt in mein Inventar. Juhu. Ich will eigentlich noch Delphi, bitte. Was, ein Delphi? Nee, ich glaube, es war viel später erst. Nein! Denn ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Scheine Heilung brauche ich nicht. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, dass wir noch zwei weitere Beutel bekommen. Ja, ja, ja. Das freut mich zumindest. Nur ich weiß nicht wann. Ich dachte eigentlich, in Delphi bekomme ich noch einen, aber... Na? Mein Gehirn sagt gerade, nee. Es war irgendwann anders. Ich habe keine Ahnung. Geht's hier runter? Tatsächlich. Uah, zu viel Zeug. Zu viel Zeug. Viel zu viel Zeug. Halt, da war ein Energieteil für mich. Meins. Und... Bam! Kein verbrannt. Okay. Warum auch immer. So. Ja, ich hasse solche großen Flächen. Das ist... Aber hier rechts unten sollten jetzt eigentlich gleich diese Katzen wiederkommen. Also die sind nie mehr da. Ich weiß es nicht. Ich kann deren Namen nicht. Medan mit der Kätzchen. Sollten diese komischen Kätzchen wiederkommen. Ach jo, wir sind übrigens im Hochland von Delphi. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Nur so am Rande, ne? Also wir sind ziemlich nah an Delphi. So. Gehen wir jetzt hier hoch. Nur mal gucken, ob hier irgendwas ist. Nö, natürlich nicht. Ach, ich und mein Fable? Doch, Fable. Fable? Nee, weiß nicht. Ja, mein Tick, die ganze Karte mal aufdecken zu wollen, weil... Ganz ehrlich, wenn ich irgendein Eck nicht hab, irgendein größeres Eck... Da sind sie ja, genau. Die Menade, genau. Wenn ich irgendwo ein Eck, ein größeres nicht hab, dann denke ich mir, boah, scheiße, Überwaffe vergessen. Ich werde sterben. Ich verliere ich Leben. Ich habe gerade ganz viel Leben verloren. Warum auch immer. Wir sind ganz nah an Delphi. Da sind schon Krieger. Ja. Gehen wir hier hinter. Bin gleich wieder da. Sag ich doch, bin gleich wieder da. Wo kommst denn du her? Und die können auch solche... Ja, ich habe es schon viel zu schnell kaputt gemacht. Solche Bolzenfallen. Stellen die sich tot? Ernsthaft? Hat die sich gerade totgestellt? Ist aufgestanden, habe ich geschlagen. Okay. Gut. Also diese Bolzenfallen, diese komischen Dinger, die sich dann drehen, die schießen Pfeile, also, ja. Könnten wir, glaube ich, auch mal erstellen, wenn wir Bogenschütze wären. Ja, so, dann haben wir hier noch ein paar und wir haben da noch ein paar und... Bleibst du mal stehen, bitte? Die hat rote Haare, hallo. Na, hallo, darf ich jetzt... Na, was ist denn los hier? Wow. Klick drauf, aber kann nicht angreifen. Ist gut. Muss auch nicht sein, ich muss ja nicht angreifen. Ich kann sie bestimmt auch nett dazu überreden, einfach tot umzufallen. Da, diese Dinger. Halten zwar nicht so viel aus, aber... Ja. Wenn man sie nicht kaputt macht, können sie auch ein bisschen Schaden machen. Und wir sind in Delphi. Delphi wurde überrannt von Menaden. Das ist der scheiß Name, Menaden. Nö. Mehr oder minder, ja, überrannt nicht, aber zumindest der Eingang ist ein bisschen, ja, ein bisschen besetzt von denen. Aber die Menschen können, da bleiben, scheiße. Die Menschen konnten, wie sie auf einem Haufen stehen. Na, tot. Noch ein Bandring der Erkenntnis für mich und weiter geht's. Gut, ja. Menschen konnten gut standhalten anscheinend. Und jetzt betreten wir Delphi. Ach, schön. Jetzt gehen wir hier gleich mal runter. Denn wenn wir hier runtergehen, ja, sind ein paar Leute. Ja, hier sind weniger Leute. Generell hier leben... Moment. Ah, falsche Abzweigung. Nein. Hier leben ziemlich wenig Menschen in... Ja, generell. In der ganzen Welt.
Die hier war es, genau. Tschüss. Als die ersten Saturnbälle der Schatten meines Mannes. Die trauernde Witwe. Schatten meines Mannes. Ihr Mann wird vermisst. Also sie vermisst ihren Mann zumindest. Und wir sollen ihn irgendwo wiederfinden. Ich wüsste auch wo. So. Ich weiß nicht, haben wir den hier schon mal gesehen, den Karawanentreiber? Lager tief und breit, wie die Dichter sagen. Ja, ist okay. Genau, Stauraum. Wir könnten hier Zeug, was wir gar nicht so schlecht finden, wie unsere Schärpe hier, einfach da einlagern und später wiederholen, wenn wir keinen Platz haben. Ist ganz cool. Übergabebereich. Hier könnten wir Zeug reintun. Wenn wir jetzt irgendwie ein Imber Schwert finden, also ein richtig, richtig, richtig cooles Schwert. Und mit unserem anderen Charakter, wenn wir einen hätten, also auf einem anderen Spielstand, oh Reisender, könnten wir es wieder rausnehmen. Und der könnte es dann benutzen. Das ist echt gut. Also im Alten gab es das noch nicht. Ja, im Normalen, sag ich mal. Ist eine nette Erweiterung. Der Kerl hier ist auch nicht so gut. Verlassene Pfade können jetzt befolgt werden. Genau. Nämlich können wir dadurch Punkte aus unseren Dingern raustun. Das steigt, also die Kosten steigen natürlich, ist ganz normales Gold. Könnte ich jetzt zeigen, aber ja, 250 habe ich es rausgetan. Jetzt haben wir einen wieder gut. Und der nächste kostet 500. Ist okay. Möge das Schicksal dich Größe lehren. Danke. Er steigt, glaube ich, immer um 250. Okay, da ist unser Teleporter. Sehr schön. Dieser Kollege hier, der Verzauberer. Formen zum Erfüllen oder Relikte zum Zerschlagen? Genau. Wenn wir es hier den Brief reintun, müssten wir hier unsere Reliquien reintun. Ja, die Eisenrohre habe ich leider nicht. Und das Ding muss ich erst vervollständigen irgendwann. Dann könnten wir so ein Artefakt machen. Hier könnten wir eins reinlegen und kaputt machen. Ja. Komm wieder. Warum nicht? Ich erkläre einfach so ein bisschen die Leute. Ich verkaufe an die Weisen und Mächtigen. Bist du sicher, dass du hier einkaufen möchtest? Was? Alter, ernsthaft? Du fragst mich, ob ich da einkaufen will? Ich würde mal sagen, nee. Obwohl? Nee, ich kaufe bei dir nicht so gerne. Reise möglichst weit fort von hier. Alter, wie gemein. Ich habe keine Ahnung, warum der so böse ist. Ich weiß es nicht. Ich habe ihm nichts getan. Er mag mich nicht. Nein. Ja, keine Ahnung, warum der keine Leute mag. Was weiß ich. Wahrscheinlich nur, wenn ich bei ihm was kaufe. Ich habe bei dem selten was gekauft. Was soll das? Jetzt gehen wir... Oh, hallo? Darf ich jetzt nicht laufen? Ja, du... Schau dir ruhig die Stadt an. Ist okay. Suchender, wir danken dir für dein heiliges Opfer. Tritt ein und zeige dich dem großen Orakel. Bin schon weg. Dauerhafter Feuerwiderstand. Das ist cool. 5%, sprich, was haben wir eigentlich als Feuerwiderstand? Dum, dum, dum. Du? Nee. Du? Nee. Nee. Ah, da, genau. Wenn ich dir das wegtue, haben wir trotzdem dauerhaft 5%, also ganz cool. Und ich glaube, dass die Art der Resistenz, die ist, sag's mir, random, also Zufall. Ja. Ich glaube, es war letztes Mal bei mir Gift, also... Aber ein Zauber ist weg, weil ich den kurz weg hatte, ne? Willkommen, Suchender. Du bist für eine Prophezeiung gekommen. Da Leonidas dich geschickt hat und du ein würdiger Bittsteller bist, werde ich Apollons Prophezeiung sprechen, sofern dies seinem Willen entspricht. Warte. Warte! Ich, das Orakel des großen Apollon, habe eine Vision. Die Alten erscheinen und laufen. Das Chaos breitet sich aus. Ein böses Band in jedem Land. Zerstörung für jedes Haus. Was scheint gestaltlos, ohne Gesicht und formlos. Der Große kommt bald frei. Zu versklaven Gott und Helfer. Sorgen kommen herbei. Wer ist der Mann,
Der kämpft, wo Götter schaffen keinen Schaden. Ein Held ist er, kommt ohne Heer, die Fesseln zu zerschlagen. Drei Lichter der Hoffnung, als Hilfe gedacht. Eins im Süden, Sand und Wunder. Eins im Osten, vom Tode zu kosten und den Plan zu kreuzen. Das letzte Licht markiert den Kampf. Dort siehst du den Schrecken. Eine Tür, weit offen. Die Reise führt weit. Und trotzdem ist es nah. Jo, mysteriös, mysteriös. Du Krieger bist nicht, was du scheinst. Du bist hergekommen, um die Quelle dieser Monster zu erfahren. Am Fuße des nahegelegenen Parnass liegen die Parnasshöhlen. Reise durch diese Höhlen und auf der anderen Seite wirst du die Antwort finden. Das werden wir tatsächlich. Das werden wir tatsächlich. So ist es ja nicht. Das sage ich viel zu oft, so ist es ja nicht. So, dann haben wir jetzt mit dem Orakel von Delphi gesprochen. Sprich, wir müssen einfach durch die Parnasshöhlen gehen. Danach wissen wir anscheinend, was los ist. Wenn sie meint, dass es so einfach ist, dann ist es ja gut. Ne? So, bevor ich weitergehe, würde ich sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Euer Gaber. Ciao, ciao.